Wir besprechen nun die mittlere Änderungsrate der Beschleunigung. Du kannst nach dem Video also die zweite Zeile hier in der Tabelle auf dem Arbeitsblatt ausfüllen. Wir wollen die mittlere Änderungsrate der Beschleunigung im Intervall von 0 bis 7 berechnen. Legen also eine Gerade durch diese beiden Punkte. Und das ist eigentlich schon Information genug. Wir könnten den Funktionsgraphen ganz ausblenden. Wir wollen nun von dieser Geraden die Steigung ermitteln. Auf dieser Achse die Beschleunigung a von t aufgetragen, also Delta a durch Delta t. Und das ist auch schon die mathematische Formulierung. Pausiere jetzt das Video und berechne die mittlere Änderungsrate der Beschleunigung im Intervall von 0 bis 7. Das ergibt also a von 7 minus a von 0 durch 7 minus 0. Das sind 20 km pro Stunde Quadrat minus 10 km pro Stunde Quadrat durch 7 Stunden. Ausgerechnet ergibt es etwa 1,4. Und jetzt bei der Einheit ganz wichtig, wir haben Kilometer durch Stunde Quadrat durch Stunde, also Kilometer durch Stunde hoch 3. Das kommt uns nicht sehr bekannt vor. Wie könnten wir das jetzt physikalisch interpretieren? Wiederholen wir dafür, was wir bereits wissen. Die mittlere Änderungsrate des zurückgelegten Weges ist die durchschnittliche Geschwindigkeit. Die mittlere Änderungsrate der Geschwindigkeit ist die durchschnittliche Beschleunigung. Die mittlere Änderungsrate der Beschleunigung. Aber auch da werden wir nicht klüger, das haben wir noch nicht gemacht und es gibt auch nicht wirklich was dafür. Es würde etwas geben für die momentane Änderungsrate als Information am Rande, das wäre, Trommelwirbel, der sogenannte Ruck. Aber das brauchen wir hier nicht, außerdem wollen wir ja die mittlere Änderungsrate beschreiben. Wir können einfach diese Einheit nochmal zerlegen. Also 1,4 km pro Stunde Quadrat pro Stunde und dann steht da genau, wie wir es interpretieren können. Nämlich pro Stunde nimmt die Beschleunigung um 1,4 km pro Stunde Quadrat zu. In diesem Intervall. Das heißt, wir schreiben, pro Stunde wird die Beschleunigung im Intervall von 0 Stunden bis 7 Stunden durchschnittlich um 1,4 km pro Stunde Quadrat größer. Und nun kannst du den hier gelb markierten Bereich ausfüllen. Bis zum nächsten Video.